Nein, gerade auf dem Land braucht man fahrscheinfrei. Denn aktuell nutzen die Leute Busse und Bahnen dort nicht, weil das Angebot so schlecht ist. Mit fahrscheinfrei hat man mehr Budget, das Angebot für den Nahverkehr auszubauen. Zum Beispiel mit Anrufbussen, mit Fahrradverleihsystemen oder mit selbstfahrenden Taxis, die einem zum nächsten Knotenpunkt bringen. Fahrscheinfrei macht den ländlichen Raum mobil.